Hi, willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder weiter mit dem Plasmaschneider. Wir fangen endlich an, den Kabelstrang zu basteln. Das heißt, eine Menge Stecker an die ganzen Kabel dran machen, um unsere Steuerung mit dem Gestell zu verbinden. Und es gibt noch eine neue Errungenschaft. Und zwar gibt es noch einen neuen Plasmaschneider. Wie man sieht, habe ich jetzt den Lidl Plasmaschneider. Das hat ein paar verschiedene Gründe. Zum ersten ist das Ding viel kompakter als mein großes Stahlwerk-Schweißgerät. Dadurch, dass ich den ja immer nur temporär draußen aufgebaut haben möchte, ist das Ding natürlich eine super Sache. Denn der Vorteil hier dran ist, da ist hinten noch ein kleiner Kompressor eingebaut. Ich brauche nicht extra immer die Luftversorgung für den Plasmaschneider noch legen, sondern das ist hier schon mit drin. Also schön kompakt, Kompressor ist mit drin. Und der Vorteil ist, das Ding hat keine HF-Zündung, sondern man kann es umbauen auf eine Art Pilotlichtbogen, um das Ganze so vernünftig zu zünden. Dann hat man da auch nicht ganz so viele Probleme oder im Normalfall keine Probleme mit den Störfrequenzen für die Kabel. Also was habe ich jetzt mir für Kabel ausgesucht, um das Ganze zu verkabeln? Einmal hier ein klassisches Ölflex 110. Ist jetzt hier in dem Fall 5-adrig mit PE 0,75 Quadrat. Habe jetzt hier einen etwas größeren Querschnitt genommen für die lange Distanz. Das heißt, PE brauchen wir nicht, aber wir haben eben die 4 Adern, um damit die Schrittmotor zu versorgen. Und zum Zweiten habe ich hier noch so einen ganzen Ring Cannbusleitung vom Schrottplatz aus der Mulde gefunden. Der ist noch komplett neu. Das ist ein 4-adriges Kabel mit Schirmung, wobei wir die Schirmung jetzt nicht unbedingt brauchen. Der hat einen sehr geringen Querschnitt, irgendwie nur 0,25, 0,3. Aber das reicht aus, um einmal den Plasmaschneider zu zünden. Und zum Zweiten noch unseren Nothalt werden wir wahrscheinlich auch mit dem Kabel machen. Dann werden wir jetzt mal hier 3 Meter Stücke abschneiden. Ich denke, das ist eine ganz gute Länge. Dann kann nämlich die Steuerung dennoch ein bisschen entfernt vom Plasmaschneider stehen. So. Das passt hier besser. 3, dann wäre das ja fertig. Jetzt mal hier starten. Einmal in der Mitte die Füllschnur und den PE abschneiden, weil wir die nicht brauchen. Zugentlastung ab. Müssen wir hier noch die Schraube lösen. Jetzt hätte ich gesagt, dass man es in etwa so lang kürzen kann. Schirmung habe ich hier schon so ein bisschen zusammengedrillert. Die werde ich jetzt mit dem einen Ground verbinden. Das dritte Kabel mit dünnem Querschnitt muss ich jetzt machen. Hat jetzt einen zweipoligen Stecker. Warum muss ich da jetzt einen zweipoligen dran machen? Ganz einfach, der Plasmaschneider hier unten hat einen zweipoligen Stecker. Und zwar wird da normalerweise der Taster angeschlossen am Brennerkopf, mit dem man den Plasmaschneider startet. Letzter Stecker. Nachdem die Kabel schon mal fertig sind, geht es jetzt nochmal um die Z-Achse. Das Ganze habe ich nochmal ein bisschen umkonstruiert.
um ein paar Vorteile mit einzuspielen. Ich werde das Ganze jetzt aber erstmal bauen und kann dann euch später erklären, was für Vorteile genau das mit sich bringt. Jetzt müssen wir nämlich erstmal ein paar Aluteile fräsen und dafür müssen wir jetzt erstmal noch den Alublock zusägen. Die Teile werden wir jetzt im Schraubstock spannen zum Fräsen. Da unser Rohmaterial aber leider nicht ganz so hoch ist, um es vernünftig zu spannen, haben wir jetzt hier noch ein paar kleine Muttern drunter gelegt als Abstandshalter, dass das Teil ein bisschen höher kommt. Man kann jetzt hier leider sehen, dass hier hinten die Ecke vom Rohmaterial ein bisschen tiefer ist und wir jetzt nicht alles abgeplant haben. Das heißt, wir nullen jetzt nochmal auf den tiefsten Punkt und fahren dann nochmal 2 Zehntel runter. Hier sind jetzt unsere Teile. Man sieht, die sind jetzt hier noch nicht ganz durchbohrt bzw. durchgefräst. Hat den Grund, dass unser 4 mm Fräser leider nicht so einen langen Anschnitt hat. Der wird nicht ganz durchreichen, deshalb haben wir dann nur grob zur Hälfte reingefräst und bohren jetzt den Rest. Denn in diese Löcher soll noch diese Welle eingelassen werden. Die passt jetzt noch nicht rein. Wir haben extra ein bisschen Material draufgelassen, sodass wir das jetzt wegreiben können mit einer Reibahle, um dann so eine richtige Passung zu machen, damit die Welle da saugend reinpasst. Jetzt haben wir eine 6H7 Reibahle eingespannt und reiben jetzt mal die erste Passung. Hier haben wir jetzt die erste Passung gerieben. Hier habe ich jetzt noch einen, tatsächlich meinen Grenzlehrdorn 6H7.
Das heißt, der sollte hier saugend reingehen, ohne dass er Spiel hat. Und zum Prüfen gibt es dann nochmal die Seite, die nicht reinpassen darf. Schnäbelt hier zwar so minimal an, aber rein geht er nicht. Ist natürlich für so eine Passung für zu Hause nicht zwingend nötig. Wir mussten jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Abstand dazwischen nach unten lassen zum Durchtauchen, da der Anschnitt von der Reibale auf der Rückseite noch nicht die Passung richtig fertig gerieben hatte. Guckt da unten durch, das sieht gut aus. Jetzt nochmal die NIO-Seite. Den kriege ich so gerade eben nicht angesetzt. Jetzt haben wir hier die dritte Aufspannung. Jetzt wird hier noch eine Bohrung eingearbeitet und eine Tasche, also im Grunde eine Flachsenkung, um das Ganze dann später anschrauben zu können. In unsere Schelle haben wir jetzt hier hinten noch zwei Bohrungen eingebracht mit einer kleinen Abstufung. Und in diese sollen gleich noch so kleine Sinterlager eingepresst werden. Hier haben wir auch wieder ein bisschen kleiner gebohrt und werden es jetzt mit einer Reibale auf 10H7 aufreiben. Bevor wir jetzt die beiden Sinterlager in die Passungen einpressen, werde ich die jetzt aber vorher noch ölen. Denn jetzt haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze relativ einfach hydraulisch sozusagen in das Sintergefüge einzupressen. Ja, man kann es so ganz gut erkennen. Ja doch, jetzt klappt es doch. Sehr schön. Jetzt drücken wir das quasi wie so ein Hydraulikzylinder einmal durch die Seitenwände durch, dadurch, dass sie eben gesintert sind. Und als kleine Behelfspresse dient natürlich mal wieder der Schraubstock. Jetzt können wir auch mal prüfen, ob die sich jetzt auch ein bisschen gesetzt haben, sodass jetzt nur noch die Gutseite reinpasst. Ja, die geht ordentlich stramm rein. Vielleicht müssen wir hier sogar noch mal minimal mit der Reibale durch, damit das Ganze einfach leichtläufig ist. Bislang haben wir jetzt nur in unseren Führungshaltern nur eine Seite gerieben und jetzt wird auch die zweite gerieben. Jedoch muss natürlich unser Brennerhalter hier mit den Sinterlagern genau parallel dazu sein. Ansonsten klemmt das Ganze hinterher. Deshalb werden wir jetzt das Ganze jetzt als Schablone verwenden und dadurch reiben. Dann sägen wir mal eben schnell die Welle noch ab. Auch die Basisplatte hat sich mal wieder verändert. Eben so eine Platte mit dem Ausschnitt für unseren kleinen Rollenschalter, beziehungsweise eigentlich ist es ja ein Taster.
Dann können wir den ganzen Spaß jetzt mal montieren. Das Ganze montieren wir jetzt auf unserer Basisplatte. Und jetzt kommt unsere Fackel hier natürlich auch noch rein. So sollte das in etwa aussehen. Aber warum sieht die Z-Achse jetzt genau so aus? Einige haben in den letzten Videos schon in die Kommentare geschrieben, dass meine Z-Achse irgendeinen Längenausgleich braucht, also in dem Fall jetzt schwimmend gelagert sein sollte, dadurch, dass die Bleche entweder von vornherein krumm sind oder sich eben durch die Thermik verziehen und dann eben krumm sind. Und die schwimmende Lagerung sorgt eben dafür, dass die Düse einfach aufliegt auf dem Blech und dann eben einen gewissen Spielraum hat, das Ganze auszugleichen. Auch die Zündung des Brenners habe ich jetzt anders gelöst. Am Anfang wollte ich das Ganze ja über das kleine Relais, was auf dem CNC Breakout Board ist, ansteuern. Das Ganze gestaltet sich bei der Programmierung allerdings nicht so einfach. Deshalb habe ich es jetzt ganz easy über einen kleinen Rollenschalter oder einen Rollentaster gelöst, welcher betätigt wird, wenn die Z-Achse nach unten fährt. Ich denke, man hört es. Das heißt, solange die Z-Achse unten bleibt, ist der Brenner in Betrieb und wenn die nach oben fährt, geht der Brenner aus. Ich habe jetzt mal aus Spaß eine kleine LED mit an den Brenner dran geklebt mit einem 9-Volt-Block. So kann man mal sehen, wann der Brenner gezündet wird. Das heißt, wenn wir mit Z nach unten fahren, sehen wir, die schwimmende Aufhängung drückt sich nach oben. Die Federn halten den dennoch auf Spannung und unser Brenner zündet. Und sobald wir mit Z wieder nach oben fahren, geht der Brenner dann ganz automatisch wieder aus. Nachdem jetzt auch die Z-Achse fertig ist, sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, dass wir beim nächsten Mal wirklich mal schauen können, dass wir die ersten Funken fliegen lassen und die ersten Schnittversuche machen. Da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Hat ja auch eine ganze Weile gedauert, um bis dahin zu kommen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.